Falls ihr euch fragt, wie die Flecken auf meine Ukulele kommen, die Antwort ist einfach. Es ist natürlich Blut und Schweiß und bittere Tränen und Kaffee aus der geilsten Kaffeetasse der Welt. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schickt mir eine Nachricht oder kommt in einen meiner Workshops. Yeah.